Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von Rocket League. Zum Anfang öffnen wir einfach mal hier drei Kisten. Wir haben ja noch drei Dekodierer und wir machen einfach mal hier so eine Beschleunigerkiste auf, denn hier sind schon ein paar schnicke Sachen drin. So eine Torexplosion wäre ganz nice. Die Sachen hier sind auch okay. Vielleicht für ein Dominus GT, was auch immer. Es ist, also ich ziehe eh nichts, das ist bei mir immer so, aber ja, ne? Hauen wir einfach hin. Gucken wir einfach mal, was wir hier ziehen. Also irgendwas wird schon dabei sein, dass man ansatzweise benutzen kann. Ob es jetzt geil ist oder nicht. Irgendwie geht schon. Und da haben wir einfach mal eine Spur gezogen, die ganz okay ist. Hier sieht man, sie ist die Spur Blitz. Geht. Oh, die habe ich auch. Geht, ne? Ist okay. Kann man mal machen. Noch zwei. Komm, irgendwas Geiles will ich ziehen. So eine Toranimation wäre schon echt geil. Oder habe ich nur diese Standard? Ich habe überhaupt keine noch nie gezogen. Ich meine, ich öffne auch keine Cases, aber... Oh, guck mal, tatsächlich, da haben wir das. Den Spritzer. Spritzer für den Dominus GT gezogen. Ja, wie gesagt, also das sind jetzt schon zwei Sachen, die brauchbar sind. Auch wenn es jetzt keine krassen Sachen sind. Ich habe ja auch nur drei Dinger. Kisten habe ich halt genug, ne? Aber was sonst? Ansonsten nicht. Oh, da haben wir die nächste Spur, und zwar heiße Steine. Oh, die habe ich auch. Die ist ganz nice. Ja, du hast die ganze Zeit Kisten vorhin gezogen. Der Flo hatte noch ein bisschen Money auf seinem Steam-Account und hat vorhin die ganze Zeit Kisten gezogen. Ja, also da können wir dann gleich mal anlegen. Hier, pass auf, Auto anpassen. Also Leute, wir haben jetzt hier mal geguckt. Ich habe jetzt einfach mal die hier fürs blaue Auto und die fürs rote. Also passt perfekt für orange hier und für blau ausstatten. Zap, zap, zap. Jetzt können wir nochmal gucken, ob das tatsächlich besser aussieht. Ich weiß nicht. Glaube nicht, das sieht schon ganz cool aus so. Wir machen uns einfach mal ein neues Preset und hauen da einfach mal den Dominus GT rein. Mit dem Spritzer. Sieht das gut aus? Geht so, ne? Nee, das lassen wir lieber. Das ist nicht so krass. Aber es geht. Okay, Leute. Und wie ihr seht, habe ich ein bisschen geupgradet. Ich habe hier von einem guten Flo eine Schlangenhaut bekommen für den Dominus. Der Flo, wie man hier rechts sieht, hat mit ein bisschen Geld, ja, ein bisschen ein paar Cases geöffnet und er hat wirklich jetzt voll viele Autos, voll viele Lackierungen, bla 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 und ja, switch halt mal alles durch, ne? Und auf jeden Fall hat er gesagt, die hier, die braucht er nicht, aber die fand ich mega nice. Da hat er eine andere und ja, deswegen hat er gesagt, er gibt sie mir, leiht die mir aus, was auch immer. Da switcht er die ganzen Autos durch. Ach man. Ja, die sieht auch geil aus bei ihm. Also das ist echt cool. Was ist das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall natürlich der Flo dabei. Sag auch mal hallo. Hallo. So, und jetzt starten wir ins Spiel rein. Let's go. So Leute, jetzt sind wir in der Runde. Und haben hier zwei Profis als Gegner. Also es sollte machbar sein. I think so. Was war das für ein Anfall? Heute nicht. Komm, Alter, komm. Der eine hat auch ein cooles Auto. Du fährst gerade mit meinem rum. Und ich fahr mit deinem. Mit deiner Schlangenhaut rum. Ich wollte nur ausprobieren. Ja. Ob der viel anders ist als der. Ich finde ihn cool. Ich weiß nicht, ob er anders ist als der normale, aber. Ich finde ihn cool. Als ob! Was? Wie lachst du gerade? Was machst du für einen Kott? Was machen die? Oh mein... Oh, zum Glück, was meine ich? Ja, voll unverdient. Was für unverdient? Ja, guck mal, wie ich da angepaced kam von hinten. Nee, ich hab ihn zum Glück... Du hast mich auf den Ball noch raufgehaut. Ja. Ohne mich hättest du ihn auch nicht gemacht. Doch. Ruffelkopter. Ja, gut, dass du fährst. War ich gar nicht. Super. Genau. War ich gar nicht. Ich hab schon abgerundet. Hätte doch gesagt. Das ist mit dir. Zap, zap, zap ab. Das war so Ablenkung für die, die dachten immer zurück. Du hast sie einfach getrollt. Trollololololol, okay. Der wollte schon richtig so, ach ja, und der so, Übrigens, das neue Banner, das habe ich auch vom Flo.
Ist schon ganz schnick. Es gibt zwar noch geilere, ja, aber ja, nur das Banner, ja, das und die halt Schlangenhorn. Das ist halt der Müll. Ah ja, ich hatte eben. Also Schlangenhaut ist schon geil, muss ich sagen, das ist kein Müll. Find ja, finde ich auch so. Aber du sagst ja, du hast noch was Besseres. Ey! Du bist so ein ne? Bloß weil er mir das Tor nicht gönnt, werde ihn mit Absicht einfach ab. Nein, ich wollte wegfahren, aber ich dachte. Ja, das war mit Absicht, Alter. Gebt ihr gleich mit Absicht. Das war mit Absicht. Oh, ups. Nein. Er hat ihn einfach in der letzten Sekunde noch getroffen. Du hast ihn einfach dafür bestochen. Ja. Oh lol. War das denn? Alter, hab ich dich weg. Ja, aber es war nicht schlecht. Und du hast gerade gepiepst. Was? Es war so kurz. Gebacken. Ja, das war richtig sexy. Ja, wie hör lass mal. Es war so klar, dass du drauf fährst. Nein, ich wollte drüber springen. Es war so klar, echt. Ich wollte drüber springen. Ja, ist okay. Wenn ich sag lass, warum versuchst du dann zu springen? Du hast es viel zu spät gesagt. Viel zu spät! Ja, natürlich. Hey, drück mal Tab. Habe ich bei dir auch das Profilbild von dir? Nee. Du fabrizierst im Spiel gerade nur Scheiße, ist das bewusst? Ja. Ja, das ist das Auto, deswegen leck ich. Kannst es mir gern wiedergeben. Ich hab dafür Geld bezahlt. Ja, du hast schon wieder geleckt! Was machst du denn im Testcard? Ich mach gar nicht. Hey, ich hab nicht mal Hyping, Alter, das liegt an dir. Ach, und ich hab Hyping. Ja. Bart. War eigentlich richtig schlecht. Es war eine gute Vorlage von mir. Hey, Junge. Hör doch auf. Guck das an. Komm jetzt. Bart. Vorlage und Tor. Ja, was ist das eigentlich für ein Stinger, Alter? Guck dem sein Profilbild mal an. Guck dem Stinger sein Profilbild mal an. Das bin ich. In real life. Ja. Cool. Und jetzt mein Tor. Ja, und schon wieder mein Abstand. warst du überhaupt dran irgendwann? Ja, da. Easy, der war richtig gut. Nicht. Er dreht sogar die. Guck mal, jetzt ist da Gerwin. Der hat dasselbe Profilbild. Das ist ein Bot, du Affe. Hä, seit wann hat ein Bot Profilbilder? Es ist einfach nur ein Bug. Ist das der neue Profilbild-Bug? Alter, 6:1, Zerstörung pur. Übelst, macht voll Spaß. Die Gegner machen ja nicht mal was. Ja, weiß ich, aber was kann ich dafür? Er geht halt. Danke. Er geht halt. Ja, das dauerte mir zu lang, deswegen. Ich musste das Ganze ein bisschen beschleunigen. Alter, wie groß dein Auto im Gegensatz zu meinem. Ich hab halt große Dinger, ne? Oh, ich dachte, er fährt nicht. Ja, weil es der Bot ist. Oh mein Gott. Wow. Lol. Ich dachte, er fährt nicht und wurde hier langsamer, dass ich ihn so über den drüber heb. Hätte ihn fast gehabt. Und dann kam halt sowas. Oh Leute, was war das für eine Runde? Nächste is coming. Letzte Runde, meine lieben Freunde. Ganz viel Spaß in meinem Leben. Wer weiß schon, ob das die letzte Runde ist. Vielleicht geben sie gleich auf und dann müssen wir noch eine. Nee. Wir haben ja schon zwei. Eigentlich wird's reichen, aber ich schneide ein bisschen. Weil wir immer Kacke labern heute. Es ist abends. Man kann's verzeihen, es ist abends. Es ist mitten in der Nacht. Ja, so spät jetzt auch nicht, aber okay. Cool, dass du wieder. Cool, die Idee. Weißt du, du machst für mich keine Vorlagen, aber dann kommt sowas, ne? Nein, das war nur die Vorlage für die Vorlage. Ja, okay. Erstmal den killen, cool. Ja, statt dass du jetzt weiter an der Wand fährst, machst. Oh, nochmal outplayen, genau. Okay. Und jetzt? Vorlage. Ja, hab ich dir gesagt oder hab ich dir gesagt? Und die Vorlage kassiert. Guck. Ich lüge nicht. Ja, war alles geplant so. Hier sieht das Auto noch geiler aus, weil es die Map passt dazu irgendwie, finde ich. Ja, wir strahlen so richtig. Ja, fallen richtig auf.
Ja, das sind richtige Eyecatcher. Wow. Alter, war der mit volle Pulle. Ist das wieder die Vorlage? Ja, kommt sie? Auch. Ah, fast. Ja, der hat sie abgewerdelt. Gewerdelt. Der Dünnbrettbohrer. Guck, das ist jetzt nur die Vorlage für die Vorlage wieder. Und du hast sie halt abgewehrt. Meine Vorlage. Oh, cool, er gibt eine Vorlage. Ja, ja. Easy, ne? Danke. Locker easy. Da kommt der Geist aus dem Tor. Depp. Der Geist und Depp. Guck mal, wie nett ja, das ist. Ja, ich weiß. Die mögen uns auch. Wir sind ja international Superstars. Und wir sind dafür für unsere Rocket Videos bekannt, Rocket League Videos. Und deswegen, sobald die uns erkennen, denken die sich dann, Alter, die müssen wir gewinnen lassen. Und guck, dann machen die halt sowas. Beide sind gelieft. Ja, wirklich. Oh, cool, gecallt. Ich hab's. Aber guck mal, der war nochmal ein schöner Treffer zum Ende. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Lasst es euch gedrückt haben, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Tschüss. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how. Flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello, felt kinda. Now goodbyes. Feel like a title.